Ein Kuchen aus Kürbis. Ist das etwas Feines? Ich zeige Ihnen mit einem Pumpkin Pie eine süße Variante mit exotischen Gewürzen, die so richtig nach Ferien schmeckt. Ich fange mit dem Mürbeteig an. Dazu mische ich das Mehl, den Zucker, Salz in einer Schüssel mischen, die Butter beigeben und von Hand zu einer gleichmäßig krümeligen Masse verrieben. Ei und Wasser beigeben, rasch zu einem weichen Teig zusammenfügen, nicht kneten. Teig flach drücken und zudecken ca. 30 Minuten kühl stellen. Den Mürbeteig tue ich jetzt auf ein bisschen Mehl auswählen, auf ca. 2 mm Dicke. Ins vorbereitete Backblech oder in eine Springform legen. Boden mit einer Gabel dicht einstechen. Mehl, Zucker und Zimt mischen. Auf dem Boden verteilen. Mit Backpapier belegen und mit getrockneten Hülsenfrüchten beschweren. Den Teig tun wir jetzt blind backen. Und zwar bei 220 Grad etwa 15 Minuten. Rausnehmen, Backpapier und Hülsenfrüchte entfernen. Auf einem Gitter auskühlen lassen. Hitze auf 180 Grad reduzieren. Den Kürbis kann man im Steamer dämpfen, so 15 Minuten bei 100 Grad oder einfach im Dampfkörbli. Ein Dampfkörbli in eine weite Pfanne stellen. Wasser bis knapp unter dem Körbli einfüllen. Kürbis biegen und zudeckt bei mittlerer Hitze ungefähr 20 Minuten weich garen. Kürbis pürieren und auskühlen lassen. Kondensmilch und alle restlichen Zutaten unter das Püree rühren. Auf dem vorgebackenen Teig verteilen. Für eine besondere Note mein Tipp, ein bisschen Muskat vor dem Fertigbacken drüber streuen. Und jetzt noch fertig backen, ca. 30 Minuten. Rausnehmen, etwas abkühlen lassen, aus dem Blech nehmen und auf einem Gitter auskühlen. Und denken Sie daran, wenn Sie daheim noch ein bisschen Kürbis haben, dann gibt es nicht nur Suppe, sondern auch meine exquisite Pumpkin Pie. Und ganz passend dazu ein bisschen Schlagrahmen.